Ja, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ludwig? Da fliegt unsere Rakete, hier fliegt unsere Kapsel. Und ich glaube, Ludwig geht's gleich nicht mehr ganz so gut. Noch freut er sich. Jetzt freut er sich nicht mehr. Ja, irgendwie war dann halt die Anordnung der einzelnen Booster nicht mehr so ganz, wie es sein sollte. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen feintunen. So. Hier ein Booster, der kommt dann wahrscheinlich hier runter. So, wir zünden zuerst den Booster hier. Der müsste unter der Erde sein. Dann kommt der Sprengring und der Booster zündet. Dann kommt der Sprengring und der Booster zündet. Und dann. Den haben wir gar nicht. Der müsste eigentlich dann wahrscheinlich ganz unten sein. Dann ist das wahrscheinlich hier. Und du bist der Sprengring da oben. Wenn es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das funktioniert jetzt. Wir haben noch zwei Piloten, das muss reichen für die Mission. Habe ich gerade keinen Fallschirm eingestellt? Ich glaube, ne? Naja, gehen wir einmal Gas, ne, und gucken mal, was hier kommt. So, okay, wir haben auf jeden Fall zwei falsch angeordnete. Oh, tschüss. Falsch angeordnete Booster. Egal. Ich glaube, die Kapsel ist tatsächlich zu schwer. Das Ding geht auf jeden Fall ab wie ein Zäpfchen. Ja, gut. Ich beschleunige die ganze Sache hier nochmal. So. Auch hier ist wieder einiges schief gegangen. Ah, naja, einen Piloten haben wir noch. Und wenn nicht, dann müssen wir nochmal ein paar anwerben. So, also fest steht, die Kapsel ist zu schwer. Das heißt, wir probieren das nochmal mit der. Zack. Und wir haben hier die Booster vertauscht, würde ich behaupten. Und der Fallschirm hat jetzt getriggert oder hat er nicht getriggert? Doch, der hat getriggert, aber irgendwie wurde er uns zerhupft von der Rakete, weil das Ding hier nicht sauber funktioniert hat. Probieren wir das doch nochmal aus, ne? Ich hoffe, wir haben jetzt den richtigen Booster in der richtigen Reihenfolge. So, geben Schub. Und Action. Auf jeden Fall ist unsere Rakete zu schwer für dieses bisschen Booster, das wir hier haben. Also richtig Tempo kriegen wir hier jetzt nicht. Oh. Oh, naja, vielleicht kommt das jetzt noch. Wir haben jetzt 200 Meter gut gemacht. Ja, das Problem ist, wir brauchen tatsächlich größeres Tempo. Jean Fried.
Ich glaube, du siehst, wo die Reise hingeht. Okay. Ja, wir sind Out of Pilots Space Center. Ja, würde ich sagen, hier wärmen wir noch ein paar an. Du, 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 Billy Bobbert. Und dann müssen wir uns ein effektiveres Raketenkonzept überlegen, weil das war ja jetzt auch eher ein Schuss in den Ofen. So, wir haben jetzt hier dieses eine Teil. Wie kriegt man das hier jetzt am stilvollsten rangeflanscht? Schauen wir uns nochmal beim Boostern um. So, 250, 215. Das wiegt dafür auch deutlich weniger. Ich glaube, damit fahren wir tatsächlich einen Ticken besser. Warum kriege ich das Teil jetzt hier nicht mehr bewegt? Ich weiß nicht. So, wir haben jetzt hier einen Treibstofftank. Zack, jetzt kriegen wir das. Kriegen hier das Ding ran, ne? Das hier wiegt natürlich eine ganze Ecke. Zack, 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 zack. Und dann setzen wir da oben mal noch so ein Ding drauf. Aber vorher natürlich noch so ein Sprengring. Ich glaube, wir müssen das dann andersrum aufziehen. Auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt hier? Muss da ja noch ein Treibstofftank drauf. Da vielleicht ein etwas kleinerer noch. Da drauf dann noch ein Sprengring. Und die Kapsel. Und diese Kapsel wird natürlich wieder Fallschirm haben und wie eine Antenne. Das kann so auf jeden Fall nicht richtig sein. Nein, wir fangen nochmal von vorne an. Jetzt bin ich hier durcheinander gekommen mit der einzelnen Positionierung der Teile. So, wir haben oben
das Ding. Da ist auch ein Antennchen drauf. Ne? So, das Ding wird abgesprengt. Beziehungsweise das Ding kriegt auch selber noch seinen eigenen Treibstofftank. Und eine eigene kleine Düse. Und die wird abgesprengt. Da kommt dann ein mittlerer drunter. Und eine Düse. Und auch diese wird abgesprengt. Bleibst du da dran? So, und da drunter kommt nochmal so ein mittlerer und so eine Düse. Und auch dieser wird abgesprengt. Und da drunter kommt dann ein großer. Und diese Düse hier. Zack. Das wird sicher gut. So. Achter. Und Lounge. So, man darf gespannt sein, was hierbei rumkommt. Wir geben auf jeden Fall Vollgas. Und starten das hier. Vom Tempo her natürlich deutlich besser als noch von vorhin. Wo wir nur mit den großen Düsen gearbeitet haben, die halt 1000 Kilo gewogen haben und mehr. So, noch fliegen wir auch vergleichsweise gerade. Wir gelangen hier natürlich in eine leichte Schräglage. Aber das begradigt sich hier auch wieder ein bisschen. Ich finde das gut. Das schlägt eher um, als dass es sich begradigt. Ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, also so ganz gerade fliegen die Dinger hier aber auch nicht. Naja, beschleunigen wir die ganze Sache nochmal. Immerhin sollte das überleben, außer das Ding explodiert beim Landen. Okay, das Ding explodiert beim Landen. Ach, schade. Naja, wie dem auch sei. Space Center. Können wir hier irgendwas Sinnloses bauen? So flugzeugtechnisch? Nicht, ne? Wir haben ja auch noch keine Aerodynamik, wir haben kein gar nichts. So. Na gut, dann setzen wir hier nochmal so ein Käpselchen hin. Setzen wir wieder einen Treibstofftank hin. Setzen wir keinen Treibstoff. Wir müssen das hier tatsächlich abspringen, sonst absprengen, sonst explodieren wir. So, wie ein Antennchen drauf.
So. Viel hilft viel. Na, wirst du oder? Stehen bleiben. So. Noch so ein halber. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, warum das Ding so ausgeschlagen ist. Solid Food. Kann es sein, dass das Ding seine eigene ist? Seine eigene Treibstoffeinheit? Das wär's natürlich. Dann sind wir die ganze Zeit schwer geflogen. So, so ein Absprengring. So ein Ding. So ein Absprengring. So ein Ding. So ein Absprengring. So ein Ding. Wollen wir das hier einfach mal ausprobieren? Ja. 9. Und Enter. Man darf gespannt sein. So, wir geben direkt Gas. Billy Bobbert.